Die aktuelle Computerwoche-Studie IoT hat ergeben, dass ca. 50% der Unternehmen für IoT-Projekte sich einen Partner an Bord holen. Ist es nicht mehr möglich, ein IoT-Projekt alleine zu stemmen? Ja, es ist nicht zu empfehlen. Ich denke, die Unternehmen haben recht, wenn sie sagen, wir suchen uns einen starken Partner. Der sollte vor allem eigenes Know-how haben, aber auch ein eigenes Partnernetzwerk, damit End-to-End-Projekte realisiert werden können. Ein anderes Ergebnis war, dass bei vielen Projekten die Security ein Hindernis, ein Hemmnis darstellt. Wie stehen Sie dazu? Ja, also Security ist extrem wichtig. Je mehr Geräte, Menschen, Prozesse vernetzt werden, desto mehr Angriffsschnittstellen gibt es für Hacker. Deshalb ist das Sicherheitskonzept bei der Umsetzung einer IoT-Lösung ganz oben zu sehen. Es gibt in Deutschland die unterschiedlichsten IoT-Projekte. Wo findet denn der Anwender hier die richtigen Ansprechpartner? Extrem wichtige Frage, weil mit IoT bekommt der digitale Wandel ein Gesicht und Gestalt. Insofern muss sich der Anwender erst darüber klar werden, was will ich damit erreichen, will ich etwas für die Organisation tun oder will ich etwas für die Kunden tun. Und daraus ergibt sich dann auch die Partnerwahl. Und deshalb ist es auch wichtig, wie zum Beispiel bei uns auf das Samsung Partnernetzwerk zurückzugreifen. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.